Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück beim Preview Let's Play zu The Swords of Ditto. Wir sind das zweite Schwert von Ditto und werden, ich habe mich mal in die Stadt teleportiert, von wer sich wundert, dass ich nicht mehr da bin, wo ich in der letzten Folge war. Und wir gehen mal kurz in den Laden, bevor ich jetzt in den Dungeon rüberziehe und gucken mal, welche Sticker wir uns leisten können. Damit das vielleicht im Dungeon etwas einfacher für uns wird. So, Lick, wie geht's dir? Klebrig, Aufkleber, bla bla bla. Schalte den Wirbelangriff frei. Halte X gedrückt, um einen Wirbelschlag aufzuladen. Erhöht die Gesundheit um 9%. Zusatzfähigkeit. Lebensmittel stellen bei dir mehr Gesundheit wieder her. Erhöht Feuerelementarwiderstand. Erhöht Schwertangriff. Erhöhter Schutz, Rüstung plus 5%. Was ist das hier? Nachts richtest du mehr Schaden mit deinem Schwert an. Nachts hast du mehr Gesundheit. Nachts erleidest du weniger Schaden. Tagsüber leistest du weniger Schaden. Verdoppelt Schaden und Reichweite deiner Bomben. Rolle schneller. Dragster-Motor. Rollst du, während du B gedrückt hältst, hinterlässt du eine Feuerspur. Verbraucht jedoch SE. Und damit hinterlasse ich eine Giftspur. Wirbelschlag. Ah, ich habe eine Ich sehe gerade, da unten links steht ja, an welchen Slot das dann reinkommt. Jetzt haben wir natürlich was gekauft für den Schwertslot. So, gucken wir mal. Ach, da ist der Wirbelangriff, okay. Den muss aber ganz schön lange aufladen. Ich kann mich während des Aufladen nicht bewegen. Jetzt gehen wir zurück zum Dungeon. Aber dafür, dass nochmal 100 Jahre vergangen sind, sieht es aber ganz entspannt hier aus. Kann es übrigens sein... Moment. Kaverne von Bogenborn. Hier scheint aber keiner zu sein. Vielleicht kann ich hier mit einer Bombe irgendwas freisprengen, aber ich habe leider keinen, oder? Nee, ich dürfte keine Bomben mehr haben. Wenn es so wie früher ist, müssten wir jetzt hier links an dem Ding vorbei. Kampfrolle. Normus Palast Stufe 3. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich sterbe, wird die Stufe vom Palast erhöht. Das war letztes Mal Stufe 2, ne? Muss sagen, dieser Kreisangriff und Umschlag, da habe ich mir was Besseres runter vorgestellt. Naja, ich lasse ihn erstmal drin. Und es ist wirklich so, dass die Gebiete sich verändern. So sah es doch vorher nicht aus. Na komm, du kannst eh nichts. Ah. Oh, der Dungeon ist jetzt Stufe 3.
wir nicht auf die Eiervogel. Oh, Vögel sind so lästig. Hatte ich den Schnellreisepunkt nicht schon mal? Gucken wir mal, ob die Rätsel jetzt im Dungeon immerhin alle gleich sind. Oder ob sich das auch etwas anpasst. Das wäre natürlich krass, wenn das jedes Mal etwas anders ist. Sehr wieder 100 Jahre vergangen, obwohl die Kammern der Prüfung, warum sollten die sich verändern? Okay, sie sind doch anders. Brrr, ich werde mich nie an diese kalte mechanische Atmosphäre in den alten Prüfungskammern gewöhnen. Aber egal, du weißt, was dich erwartet. Ein paar Rätsel, ein paar Nahtoderfahrungen und ein tolles neues Spielzeug. Auf geht's. Und wer bist du? Regelbot, Auto-Exec-Bot, Startsequenz wird eingeleitet. Regelsystem der Insel der Prüfung betriebsbereit. Willkommen im Spielzeugverlies. In Übereinstimmung mit dem Dekret RE2411EB des Prüfungsministeriums unterliegt dieses Verlies dem Anforderungssystem für Ditto. Insel der Prüfung. Alle Interaktionen innerhalb des Verlieses werden durch die in diesem Regelbot hinterlegten Regeln abgewandelt. Du kannst die Regeln für dieses Verlies nach Belieben verändern, indem du dein Steuerungsgerät drückst und auf Status klickst. Frontkampf. EP sind die doppelte Menge wert. Ich habe kein Steuerungsgerät. Glaube ich jedenfalls. Ah ne, hier ist der... Ne, hier der Dungeon ist doch anders. Hallo? Lass das, Batterie. Toll, die Dinger explodieren. Oh mein Gott. Kann es sein, dass das Ding da unten gerade irgendwie den Schalter betätigt hat? Das ist das Hauptkampftor. Moment, ich habe doch hier diesen... Ah ne, habe ich nicht mehr, ne? Ja. Den Kampfhelm. Wenn ich die Phase wechsle, können die nicht mehr durch ihr Tor abhauen. Das ist der Trick bei den komischen Katzen, die da auftauchen. Da seht ihr, dann wird das Tor blau. Dann hängt er erstmal fest. Scheiße! Was geht jetzt auf? Ah, Truhe. Toll, Gegner. Toll, ein Haufen Münzen.
Hilfe, 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 Hilfe! Boah, ich krieg einen Kollaps. Komm hoch. Weil das Vieh da unten lacht sich einen kaputt, weil das ständig die Phase hier wechselt. Ach, da oben ist ein kleiner Crack hier an der Seite drin. Ich fühle mich ein wenig gestresst. Aber nicht so viel. Na doch, eigentlich fühle ich mich ziemlich gestresst. Ich kann keinen Schaden gegen ihn ausrichten. Ne, will ich damit keinen Schaden machen, mache ich mit nichts Schaden. So, da oben wäre die Kiste. Ah, rechts ist noch ein Ausgang. Den habe ich eigentlich gesucht. Na komm, rüber. Bitte was zu essen. Ja, eine Aufklebertüte. Die können wir aufreißen und gucken, was drin ist. Da wird der Schlüssel drin sein, oder ja? Und zurück. Man sollte nicht gegen alles kämpfen. Es bringt zwar EP, aber ach, das kennen wir, das Rätsel. Das hat man nämlich schon in der Form. Anscheinend schalten sich unterschiedliche Kammern einfach zusammen. Oh, oh, oh. Sehr schön, ne? Ich sag, das Rätsel hatten wir ja schon. So, kein Problem. Was ist? Ich stelle mich erstmal in die Sperre rein. Hallo Kiste. Wir kommen dich holen.
ein Himmelzeichen, um Zeit zurückzuspulen. Und der Schlüssel für den Endkampf. Was eigentlich, wenn ich die Halle der Prüfung einmal verlasse? Um im Ditto-Markt einzukaufen, um HP zu bekommen. Beziehungsweise irgendwelche Lebensmittel. Ich denke mal, es geht klar. Weil mit einem Hamburger werde ich jetzt nicht in den Endkampf hier gehen. Ah, wir können auch die Sticker aufreißen. Nee, nicht Aufkleber kaufen, sondern Aufklebertüte öffnen. Giftwiderstand plus 33. Tja, dementsprechend, was man in dem Moment braucht, ne? Kopf und Arm sind noch frei. Aber für 150 werde ich hier nichts bekommen. Kann man eigentlich noch den Auftrag mit dem Klopapier sammeln? Nein. Wahrscheinlich war der Typ, der für den wir das Klopapier sammeln sollten als Auftrag, der ist schon lange tot. Hennes. Und er hat auch nicht unendlich Essen. Mal kurz in den Toys-Laden rein. Vielleicht kriegen wir noch was für 90 Münzen. Nö. Bogen können wir nicht leisten. Aufwertung gibt's auch nicht, weil wir haben kein Spielzeug von ihm. Möge das Schicksal mit dir sein. Oder die Macht. So, Tröte benutzen und wieder zurück zum Verlies. Habe ich noch irgendwas hier zu trinken? So, auf geht's. Und wir essen wenigstens den Keks schon mal. Nein, ich will nicht zum Anfang des Verlies reisen. Aber das können wir auch mit der Tröte machen. Das hat er mir zwischendurch mal erzählt gehabt. Ey, dieses verdammte Vieh. Na, komm raus. Habe ich dich, Mistvieh.
Gar kein EP für den bekommen. Ach, das war ein Goldbarren. 20 Gold. Jetzt auch nicht, wir sind in der falschen Phase, ne? Bomben! Oh, also nochmal zurück. Ah! Hab von hier aus getroffen. Guck mal, ein Scheiter. Guck mal, ein Haufen Minen. Geh weg. Ich weiß, das findest du alles super lustig. Bossfight. Nur noch eine Sache. Die ist bestimmt deine Sache. Oh mein Gott. Nein, 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 stirb! Yeah! Ja, nimm das und das und das. Oh, du hast das bisher schon erledigt. Was bekommen wir? Wie zeitgemäß, drücke Y, um zwischen der Drohne und deinem Helden umzuschalten. Hat Y gedrückt, um sie explodieren zu lassen. Wir bekommen eine Drohne? Gut, wir haben unser legendäres Spielzeug, siehst du? Ich hab dir doch gesagt, wir schaffen das. Hey, ich habe mitgeholfen, ich habe dich moralisch unterstützt. Ist auch egal, halten wir uns nicht damit auf, wer was gemacht hat. Wir müssen zur Prüfungskammer, damit wir den Anker zerstören können. Ich habe die Stelle auf deiner Karte markiert, an der sie laut dem Schwerthüter sein soll. Und jetzt los. Ich schieb dich an wie eine Mistkugel. Wo soll der es denn markiert haben? Ach, da unten links. Oh, krass. Oh ja, die Drohne ist schon ganz praktisch gegen Gegner, die man so mal eben töten will. Ob die noch praktisch ist gegen Bossgegner, will sich dann zeigen. Anscheinend ist der nächste Dungeon irgendwo da links. Aber zeitlich sind wir ja vom Prevalence Play eigentlich jetzt am Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ein bisschen in The Swords of Ditto reinzuschauen. Scheint auf jeden Fall eine coole Sache zu sein, auch für, ja, nicht für mal eben und was für 15 Euro, was willst du sagen? Es ist schön animiert, es ist anspruchsvoll, sag ich mal. Es ist nicht so einfach. Es gibt
Rätseldesign, was man bis jetzt sehen konnte, schien auch nicht so. Und es gibt einen Pinguin mit einer Augenklappe. Pengo, Tagchen, Partner. Ich bin Bengo, der legendäre, respektierte Entdecker. Wahrscheinlich hast du schon in der Schule von mir gehört, stimmt's? Oh, naja, egal. Ich habe gerade ein Problemchen und du könntest mir die Lösung bringen. Perfekt, ich sonst im Suchen bin. Ich scheine meine Entdeckerlehrlinge irgendwo auf der Insel verloren zu haben. Ich habe es an unser Ziel geschafft. Aber die kleinen Pingwas sind nicht hier. Sollte es passieren, dass du welche siehst, schickst du sie mir bitte? Im Gegenzug bringe ich dir ein paar Entdeckertricks bei, mit denen du mehr Bomben tragen kannst. Warum hat er einen Kühlschrank? Achso, er hat den Kühlschrank offen, damit es schon kalt ist in seinem Haus. Das ergibt Sinn. So, warum höre ich gerade nicht auf? Gute Frage, nächste Frage. Es ist wirklich so, dass diese Boss-Aura zwischen den unterschiedlichen Leuten hin und her hüpft. Übrigens auch ein ganz nettes Konzept, dass man, wenn man stirbt, wirklich diese 100 Jahre wieder vergehen und sich alles ein wenig verändert. Und man so gesehen von vorne anfängt. Das ist... Man kann zwar zwischendurch auch noch essen, ne? Also Permades, wenn du denn genug Futter immer dabei hast, sollte nicht so das Problem sein. Ich hatte ja nur bei dem einen Kampf zu wenig Futter dabei. Und da unten haben wir übrigens nochmal so eine Götterstatue. Die Zeit ein bisschen zurückdreht. Dein Zeichen wurde wärmstens angenommen. Obwohl ich davon noch nicht viel mitbekommen habe, dass die Zeit sich dadurch wirklich zurückdreht. Ah ja, und das Zeitlimit ist natürlich auch eine interessante Konzeptionierung, dass man sich nicht so sehr gehen lässt bei dem Erkunden. Weil sonst könntest du dich ja einfach so hochleveln, dass du das sofort schaffst, den Gegner zu besiegen. Was bist du denn? Ach, du bist so einer von den kleinen Pinguinen. Pengo, du hast ihn gesehen, gar ist es... Wie ist es dorthin gekommen? Das ist ja meilenweit weg von unserem Ziel. Tja, ich schätze, ich gehe besser mal zu ihm. Du sollst auch mal vorbeischauen. Er wird sich bestimmt erkenntlich zeigen. Ich glaube übrigens, das Ding da unten macht Feuerschaden, was so komisch leuchtet. Es gibt lauter skurrile Charaktere, die man treffen kann. Ich würde dir auf jeden Fall einen Kaffee anbieten, aber es ist dir bestimmt Latte. Mua. Und mir gefällt das Artdesign. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Deshalb meine Empfehlung, wenn ihr 15 Euro habt und sowas liebt, dann investiert das, damit die Entwickler vielleicht... Obwohl, was soll man noch besser machen? Es ist einfach alle Zelda-Elemente von früher in schöner. Was uns einfach zeigt, man kann auch in 2D noch tolle Spiele produzieren. Jetzt nehme ich noch alle skurrilen Charaktere mit. Der hat ja eine Kaffee-Espresso-Maschine. Uralte Tafel Version 21. Und darüber kann man die Geschichte erfahren. Sieh mal an, wenn das nicht das Schwert ist. Sag mal, junger Mann, magst du Überraschungen? Ah, ich bekomme einen Schlüssel. Und dann kann ich irgendeinen Dungeon an den Klippen aufmachen. Also gibt es auch genug separate Sachen zu tun, wenn man die Zeit dafür hat. Aber ich kann nicht sagen, wie viele Stufen es gibt und wie lange man braucht, um das Spiel, sag ich mal, abzuschließen. Es kann vielleicht sogar sein, dass sogar beim ersten Mal, wenn du diese 100 Jahre abgeschlossen hast, es wirklich hinkriegen kannst, den Erzfeind hier zu besiegen. Wir sehen übrigens gerade hier einfach mal so ein Loch im Nirgendwo. Ich denke mal, wenn ich da runtergehe, kriege ich auch einen auf Fresse.
So, und jetzt haben wir 30 Minuten. Jetzt mache ich den Break. Ich muss nämlich noch ein paar andere Sachen machen. Wir sehen jetzt noch die Aue bei Isbrück oder Isrück. Da ist ein Stufe 4 Dungeon, wo wahrscheinlich auch wieder ein Bossgegner nach ein paar Rätseln kommt. Und von mir, wie gesagt, eine komplette Empfehlung. Spiel ist cool gemacht. Spiel wird bestimmt einige Stunden Spaß beinhalten und das Ganze für einen recht entspannten und ansehnlichen Preis. Ich denke mal, bei Steam werden auch die Bewertungen sehr gut ausfallen. Also wäre jetzt meine Prognose. Vielleicht wird der eine oder andere sich aufregen über diese, ja, nicht Permadeath, sondern dass man halt, wenn man stirbt, 100 Jahre vergehen und dann verändert sich alles ein bisschen. Aber es ist ja von den Schnellreisepunkten recht fair und die Sachen setzen sich immer wieder ein bisschen anders zusammen. Außer die ersten drei. Die Welt verändert sich und alles super. So. Man merkt, ich komme gerade nicht los, ne? Aber ich mache jetzt schon einfach nur Gräser kaputt, damit es langweilig wird. Nein, eine Bombe. Mitten in den Gräsern. So. In dem Sinne. Bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal beim Preview Let's Play. Euer Imperator. Tschöle. Tschöle, Schwert von Ditto.